Zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Punjab auf unserer Conquest, um Indien zu gründen. Wir haben das letzte Mal es geschafft, zur Großmacht zu werden. Wir sind jetzt Achter und wir haben es geschafft, ein Gebiet von Großbritannien loszueisen, nämlich Breda. Wir haben hier auch Nationalisten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich Nationalisten sind. Schwer zum sagen. Wenn das indische Nationalisten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ein Event getriggert wird in dem Spiel. Das nennt sich Crown from the Gutter oder so irgendwie. Keine Ahnung. Oder Gutter of the From the Crown, nein, Crown from the Gutter. Da kann es sein, dass der Nationalstaat gegründet wird durch so eine Revolution in einem kleinen Staat und der größte indische Nationalstaat oder stärkste, in dem Fall Punjab, würde quasi als Führer auserkoren werden, um Indien zu bilden. Das wäre der absolute Volltreffer, wenn das passieren würde. Weil dann hätte ich nämlich, dann wäre ich nämlich schon Indien und hätte gratis Kriegsgründe gegen Großbritannien, gegen Frankreich, gegen Portugal, gegen all diese Mini-Staaten, die man dann noch befreien müsste. Die könnte ich dann alle gratis quasi in Indien integrieren. Das wäre absolut gut, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass das passieren wird. Also ich habe einmal als Serbien gespielt und da bin ich zu Jugoslawien geworden durch dieses Event, weil Montenegro das gemacht hat. Aber wir haben da jetzt schon seit über einem Jahr diese Rebellen und es ist noch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Wahrscheinlichkeit ist, dass du, keine Ahnung, eine einprozentige Wahrscheinlichkeit hast im Monat, dass das passiert, weiß ich echt nicht. Müssen wir schauen. Ich habe ja Hoffnung, dass es in einigen Staaten passiert, einfach deshalb, weil die Briten jetzt ein wenig dezimiert sind in Indien. Was heißt ein bisschen dezimiert sind? Ich habe auf jeden Fall vor, auch gegen Großbritannien so bald als möglich wieder einen Krieg zu führen. Möglicherweise um Nagpur, na, Zentralindien, glaube ich, wäre ganz gut. Und Zentralindien oder Rajputana. Eins von denen hier zu erobern. Einfach deshalb, weil, wenn wir Zentralindien haben, dann kommen sie zu all diesen Gebieten nicht mehr. Danach rückwärts, oder? Naja, oh ja, da kommen sie ja noch durch. Aber Rajputana wäre zum Beispiel ganz cool. Da hätten sie dann keinen Zugang mehr zu diesen dreien. Rajputana, zahlt sich das überhaupt aus? Das sind nur zwei Gebiete da. Ah nein, drei sogar. Baumwolle, Baumwolle, Holz. Gehört das auch zu Rajputana, ja. Das ist auch alles Rajputana, die drei hier. Naja, gut. Ja, wie schon gesagt, das wäre mal etwas, was ich vorhätte. Wie schon gesagt, vielleicht haben wir ja Glück. Und es entsteht ja doch noch Indien auf diese Art und Weise. Weil Indien auf die richtige Art und Weise zu machen, dann müssen wir uns echt... Das werden wir nicht schaffen, ohne dass wir Bad Boy Wars kriegen. Wars of Containment nennt sich das. Weil das Problem ist, da müssen wir so viele Gebiete erobern von Großbritannien, Frankreich und Indien. Und Indien, was rede ich da? Und Portugal müssen wir da was erobern. Wenn nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass wir das kriegen. Wobei wir haben schlechte Beziehungen zu Großbritannien. Vielleicht kriegen wir einen Gratis-Kriegsgrund auf Kolonien. Das kann passieren. Das kann passieren. Wir haben ja auch einen niedrigen Kriegsgrund gekriegt von ihnen. So. Machen wir noch Eisendampfer. Dann können wir rein theoretisch den Panama-Kanal bauen. Und danach machen wir wieder was Sinnvolles. Uruguay ist bankrott. Ja. Ist okay.
Ja, gegen Uruguay werden wir wahrscheinlich eher nicht kämpfen. So, dann nehmen wir uns in Djibouti. Ah ja, gut, da warten wir noch. Ich glaube, da kommt noch eine Armee aus Djibouti, genau. Ja, wie schon gesagt, wir sind ja jetzt 1. Mai, okay. Wir sind ja jetzt eine Großmacht. Wir haben 80 Regimenter oder 8 Armeen. Schauen wir mal, was alles geht. Also rein theoretisch müssten wir eigentlich nur die Briten, die britischen Gebiete erobern und das französische Gebiet hier, Pondicherry. Portugal müssten wir rein theoretisch nicht erobern, da würde es genügen, wenn wir Portugal in unserer Einflusssphäre haben. Aber wir müssten sämtliche Expedition, nochmal. Wir müssten sämtliche von diesen derzeit im britischen Einfluss befindlichen Kleinstaaten in unsere Einflusssphäre nehmen. Auch Sikkim. Das ist echt mühsam. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht bis 1935. Das heißt, die andere Methode wäre weit schneller. Da würde man nämlich einfach alles erobern. Und nach dem letzten Krieg bin ich mir sicher, dass ich jeden weiteren Krieg mit Großbritannien gewinnen kann. Die ersten am Pol. Ja, wir sollten eine Expedition aufstellen. Wir sind zwar wirklich nicht dazu ausgerichtet, den Pol zu erobern, aber wir werden es trotzdem versuchen. Echt, die Expedition verschwindet spurlos, wirklich? Ja, machen wir nochmal. Geld ist kein Problem. Ein Problem wäre es, wenn wir kein Prestige verlieren. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir werden Bayern auch überholen, was die Großmacht, den Großmachtstatus betrifft. Das ist gut. Frankreich ist schon glücklich mit uns. Italien machen wir auch glücklich. Russland machen wir auch wieder glücklich. Gegen die haben wir ja einen Minikrieg geführt. Also eigentlich haben wir keinen Krieg geführt. Wir haben gesagt, passt so. Kriegt's. Lasst uns in Frieden. Es war sehr nett, dass wir der Anführer in der Allianz waren. Ich weiß gar nicht warum. Die Franzosen sind stärker als wir, oder? Oder sind wir militärisch stärker als Frankreich? Das könnte sein. Bewusstsein erhöhen. Und zwar, weil sie haben ja abrüsten müssen nach dem letzten Weltkrieg. Ja, wir sind militärisch stärker als Frankreich. Oh, wir sind auch stärker als Großbritannien. Ha, wir können eine Reform machen. Schulsystem oder Freipresse. Freipresse. Alphabetisierungseinfluss plus 25% und da hätten wir nur plus 10%. Was? Das ist was anderes. Wir machen das Schulsystem. Wir wollen die Leute mehr besser lesen und schreiben lassen können. Pfeif auf die Presse. Wir sind wieder auf herzlich. Ja, ist eh klar. Na, okay.
Wir werden in Xinjiang nichts investieren mehr, weil wir sollten mal anfangen, irgendwo zu investieren. Zuerst, wo es was bringt. Und nicht, wo wir Battlegrounds haben, einen nach dem anderen. Eine Affäre wurde aufgedeckt. Liberale erhalten 2 Militanz und 2 Bewusstsein. Oh, auf zu freier Presse. Wir wollen freie Presse. Oh, wir können noch jemanden beeinflussen. Kiva. Ja, eine hervorragende Idee. Wir wollen Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee werden. Oh, Boxergräueltaten. Was für schöne Sachen passieren, wenn man mal eine Großmacht ist. Die in Rechtschaffenheit vereinigten Faustkämpfer im Volksmund als Boxer bezeichnet, eine chinesische Bewegung, die sich für die Restaurierung der ihrer Meinung nach aufgrund der europäischen Expansion nach Asien eingebüßten chinesischen Unabhängigkeit einsetzt, hat in China ein Massaker unter europäischen Missionaren und Kaufleuten angerichtet. Zusammen mit den Europäern, die ihnen in den Händen fielen, wurden auch mehrere christliche chinesische Konvertiten brutal abgeschlachtet. Die chinesische Regierung scheint sich über die Gräueltaten keine Sorgen zu machen und Gerüchten zufolge soll die kaiserliche Qing-Regierung der Bewegung stillschweigend Unterstützung gewähren. Das ist ein Skandal. Wir verlieren 5 Prestige. Schlagen Boxaufstand nieder, Kriegsgrund gegen das chinesische Reich erhalten. Was? Wir haben 4-5 Prestige dadurch verloren? Wir sind gar keine Europäer. Okay. Wollen wir gegen China Krieg führen? Wir sind jetzt verdammt elende. Was wäre denn China? Das alles da. Können wir diesen Krieg gewinnen? Natürlich können wir den Krieg gewinnen. Wir sind technologisch wahrscheinlich den Chinesen weit voraus. Sie sind zwar viel mehr als wir. Aber an und für sich können sie nur hier eindringen. Also außer sie kommen irgendwie. Aber Frankreich würde mitmachen, die Osmanen würden mitmachen, die Mongolei und Qinghai würden auch mitmachen. Es würde 10 Prestige bringen, sie würden abrüsten und Reparationen zahlen müssen. Ja, aber warum? Für die 10 Prestige einen Krieg mit vielen Toten? Wir sollten uns eher auf Großbritannien konzentrieren. Nein, wir konzentrieren uns auf Großbritannien. Pfeif auf das chinesische Reich, die sind uns wurscht. So, warte mal, wir können Großbritannien einen Krieg erklären? Bayern? Bayern? Investiert in Jaisalmer, die sollten in Württemberg und Baden investieren. Frechheit. Was kann ich. Wieso? Ich kann einen Vereinigungskrieg machen. Das ist ja cool. Das kostet mich Infamie 1, weil wir eine Waffenruhe haben. Wie lange haben wir denn noch Waffenruhe? Bis 7. April 1902. Aber eine Infamie ist extrem wenig.
Und jetzt sind sie schwach. In 3 Jahren sind sie vielleicht wieder stark. British Punjab wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Wir haben gesagt, Rajputana wollen wir. Zentralindien wäre schön. Boah, eigentlich alles. Das ist ja irre viel Zeug, was wir da erobern können. Noch müssen. Was heißt können? Müssen. Gut, schon allein deswegen müssen wir es jetzt machen. Wenn wir das machen würden, sagen wir mal das hier. Wer würde denn da mitmachen? Nein, die haben eine Waffenruhe, Waffenruhe. Die werden nicht mitmachen. Die auch nicht. Die haben alle Waffenruhe, deswegen würden sie nicht mitmachen, klar. Und wir müssten nicht nur gegen Großbritannien kämpfen, sondern auch gegen alle, die mit ihnen verbündet sind. Wer ist mit Großbritannien verbündet? Russland. Nein, wir machen es jetzt nicht. Verdammt. Wir müssen warten, bis Russland nicht mehr verbündet ist mit Großbritannien. Obwohl Russland hat auch eine Waffenruhe mit uns. Vielleicht würden sie nicht mitmachen. Russland, Belgien, Portugal. Aber Portugal wäre cool, da können wir vielleicht gleich Goa erobern. Norddeutscher Bund. Bist du deppert? Die sind ja mit der ganzen Welt verbündet. Brasilien auch. Das wird gleich wieder viel, viel weniger interessant. Aber ich muss es irgendwann mal machen. Das Problem ist, der Norddeutsche Bund hilft ihm auf jeden Fall. So gut, die Niederlande führen irgendeinen Krieg. Echt jetzt? Ägypten hat die Niederlande angegriffen? Das ist interessant. Ah, den Niederlanden dürfte es ziemlich schlecht gehen nach dem letzten Weltkrieg. Verstehe. Schauen wir mal, ob der Norddeutsche Bund mit uns ein Bündnis gehen will. Warum werdet ihr nicht akzeptieren? Ihr mögt uns doch. Das liegt nicht an der Infamie. Zu viele Bündnisse. Wer? Die Deutschen oder wir? Wahrscheinlich die Deutschen. Wir haben ja nicht so viele Bündnisse. So, wir haben den Dampfer. Passt. Diplomatischer Einfluss plus 20%. Das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Weil wir wollen ja die einzelnen Länder beeinflussen. Was ist eigentlich mit euch? Wieso wollt ihr nicht meine Bündnispartner werden? Minus 257. Auch zu viele Bündnisse. Wahrscheinlich auch ihr und nicht ich. Ach weh. So wird das nix. So wird das nix. So, warte mal, wir haben unsere
Truppen. Handelszerstörer, Dampftransporter und Pluralität, sehr gut. Auch noch Bruder. Das heißt, wir können Dampftransporter bauen. Können wir das schon? Können wir das? Yep, können wir. Das heißt, wir werden jetzt einmal Flotten ausbauen. Dampftransporter sind doch um einiges schneller. Dampftransporter. Wir werden die Clipper-Transporte ersetzen. Und dann bauen wir noch im Anschluss 3 Handelszerstörer, um so zu tun, als hätten wir eine Flotte. Steigern. Gut, dieses Schiff wird aufgelöst. Nein. Werden nicht nachgiebig sein. Hey, an den zweiten Olympischen Spielen teilnehmen, natürlich machen wir. Okay. Soll sein. Großbritannien mag uns zwar dann mehr, aber was soll ich tun? Juhu, unsere erste neue Flotte. Anführer machen wir. Okay, ich glaube, es gibt nur einen, der einen positiven Wert auf alles hat, nämlich Chand Aluwali. Du wirst mein Admiral für diese Flotte. Aber warte mal, dann könnten wir ja eigentlich gegen die auch Krieg führen, oder? Wieso können wir gegen die nicht Krieg führen? Gegen die Briten können wir, weil sie keine Inder sind. Gegen Baroda können wir nicht, weil sie Inder sind. Außerdem können wir wahrscheinlich deswegen nicht, weil wir ein Bündnis mit ihnen haben. Aber wir haben auch hier keine Kriegsgründe angeführt. Also so gesehen liegt es wahrscheinlich nicht wirklich daran, dass wir ein Bündnis mit ihnen haben. Mhm. Mhm. Irgendwie müssen wir es schaffen, dass dann Russland nicht auf der britischen Seite kämpft.
Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll. Wir haben gegen Russland später noch einen Ding. Ich muss direkt gleich, nachdem mein Ding abläuft. Funktioniert das? Norddeutscher Bund. Norddeutscher Bund ist, glaube ich, wurscht. Ich glaube, die kommen nicht drüber mit ihren Monsterarmeen. Naja, wahrscheinlich kommen sie schon mit ihrer Monsterarmee rüber. Irgendwann, irgendwo, irgendwie zu den Osmanen oder sonst irgendwo hin, wo wir halt Verbündete haben. Oder wenn wir mit Dings mit Frankreich gemeinsam kämpfen. Frankreich ist sowieso ein armes Loserschwein. Die liegen sowieso dann nieder nach dem letzten Weltkrieg. Irgendwelche Kommunisten am Werke. So, wir sind schon 7. im Übrigen in der Großmächtewertung. Aber wir haben noch niemanden auch nur annähernd in unserem Einflussbereich. Wir haben 3 ganze Herzliche jetzt schon. Marktvorschriften, sehr gut. So, machen wir wieder Industrie weiter. Organische Chemie oder Eisenbahn oder Halbautomatisierung vielleicht. Oder Dampfturbine, oh, das ist alles gut. Fangen wir mal mit der Dampfturbine an, um unsere Landwirtschaft ein bisschen zu stärken. Dann machen wir das gleiche für die Fabriken, indem wir Eisenbahn und die Fabrikstechnologie nehmen. Ja, machen wir noch bis zum Ende des Jahres und dann sagen wir mal für heute wieder einen schönen guten Abend, so nach dem Motto. Wow, 5% Liberale dazu. Ach so, das liegt daran, dass ich eine Reform gemacht habe letztes Jahr. Dadurch sinken die Zahlen ja im Parlament. Apropos, was braucht man? Jetzt haben wir 4,7. Was brauchen wir für das nächste Schulsystem? 5% noch. Ja, es sind so viele Konservative da an der Macht. Nächstes Mal machen wir vielleicht doch freie Presse, wenn es geht. Wir sind im 20. Jahrhundert angekommen und können Kolumbien. Warte mal, die haben in Kiva unseren Botschafter ausgewiesen. Geht's denen noch gut? Vielleicht sollten wir die mal versuchen, in unsere Einflusszone zu bringen. Immerhin kümmert sich um die eh keiner. Ah ja, warte mal. Außerdem wollten wir Russland glücklich stimmen wieder. Und Italien. Euch nicht. Ja, euch auch. Ja, Bayern ist mir wurscht. Okay. Also, wie schon gesagt, Herrschaften an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.